Weiter geht es bei Final Fantasy 16. Schön, dass ihr wieder da seid, immer noch da seid und so weiter und so fort. Main Quest. Wie haben wir das Side Quest gemacht? Also gibt es jetzt wieder Main Quest. Ich habe es vorhin so angekündigt. Also machen wir das jetzt doch. Das heißt, erstmal mit dem guten Otto reden. Hallo, Otto. Hast du mit Gev gesprochen? Ja. Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du mehr? Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivien versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden. Genau, Vivien ist hier die Meisterstrategin. Die hat den Plan über alle Truppenbewegungen. Und die erzählt uns sicherlich das mit Wachskreide, mit Wachsmalstiften erklärt sie uns den Plan der Gegner. Sieh an, ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut, wo haben wir zuletzt? Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung, schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Zambreksches Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosaliths dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Buitbrücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Zudem scheinen sie aus den Fehlern Zambreks gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalith wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden.
überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Ein kleiner Umweg, doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja. Mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut. Wir sollten los. Jawohl. Und da ziehen wir wieder in die Weltgeschichte. Aber das ist schön, dass wir endlich jetzt auch mal nach Rosalith kommen. Vielleicht können wir dann auch dort... Ob wir dann Rosalith auch wirklich... Ob wir die damit befreien? Ob das dann so unsere neue Hauptstadt wird? Ob wir jetzt den Thron von Rosalith annehmen? Oder wird das sogar vielleicht Joshua am Ende sein? Spannend. Zum Schloss vor. Jawohl. Hugo und seine Männer waren fleißig. Die äußeren Mauern haben sie schon überwunden. Noch halten die Kaiserlichen dem Angriff stand, aber sie werden sich schon sehr bald geschlagen geben müssen. Die Schweine haben hier wirklich alles platt gemacht. Fast so, als ob sie die Stadt ausradieren wollten. Nur ein Mittel zum Zweck. All das für einen Mann? Das kann es doch nicht wert sein. Wenn ihr euch geschickt anstellt, dann solltet ihr euch unentdeckt bis zum Schloss durchschlagen können. Ich werde noch ein paar Leute aufgabeln, die nicht mehr rechtzeitig rausgekommen sind. Gib Acht. Ebenso. Macht mir keine Dummheiten. Ja, einen wunderschönen. Ich hab Schlimmes geahnt, aber... Ich weiß, es ist ein Albtraum. Unser Zuhause. Komm, Clive. Wir müssen weiter. Ja, einen wunderschönen Bass Hunters Sohn. Der Hundi. Guck mal, der Hundi ist auch wieder da. Er lebt. Alle sind glücklich, alle sind zufrieden. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Ja, in diesem wunderschönen Final Fantasy 16. Ah, herrlich. So wunderschön, so gut, so spaßig. Das ist keine Invasion. Das ist ein Massaker. Guck, ein... Macht von nichts halt. Nichts. Jeder Moment, auf diese Art und Weise in der Heimat zu sein. Ah, Moment, werden hier Zivilisten getötet? Ihr Schweine! Das bekommt er wieder. Nein, nicht die Stadt. Clive, hier durch das Tor. Ich weiß, du liebst wohl Final Fantasy. Was? Wie kommst du denn darauf?
Was haben wir denn hier? Schutzmagie. Okay, einige Gegner wirken Magie Otis, um die Verteidigung ihrer Verbündeten mit ihrem Schutzschild zu erhöhen. Geschützte Gegner erkennst du mit dem Symbol über ihnen. Zum Zerstören solcher Schutzschilde eignen sich besonders Magiegeschosse. Es ist Mörder! Weißt du was? Wir fangen doch einfach mit denen an, die genau diese Schutzmagie casten. Dann haben wir auch gar kein Problem mehr mit denen, ne? Ich weiß, du liebst von. Ja, Final Fantasy, sicher. Final Fantasy ist eine der geilsten Spielereien. Oh, Taktik. Immer erst auf den Magier. Habe ich gehört. Guck mal. Da hilft einem auch Protes nicht. Oh, warte mal, der hat doch Protes noch. Ah, aber. Fällt gerade so ein. Kann natürlich auch. Piu, 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 piu. Piu, piu machen. Zu langsam. Didim. Pilzestoffi für Saki. Was war Saki? Ist das Saki? Grüß dich. Ey, wie geht's dir denn? Du eine meiner vier Lieblingsmoderatoren. Oder fünf Moderatoren habe ich hier eigentlich. Wollte schon sagen, Herr von und zu. Na, Nini. Übersehe dich doch nicht. Dich würde ich doch nie übersehen. Du kannst auch dein Viereck und Dreieck-Skills auf Protest hauen. Ja, aber das ist ja nicht so lustig. Ich meine, wenn ich Feuerbälle spucken kann, dann will ich auch Feuerbälle spucken. Guck mal, Feuerball. Piu, piu. Dann mache ich hier richtig Piu Piu und so. Guck mal, jetzt kommen sie ums Eck und freuen sich. Ach, scheiße, voll daneben. Egal. Woo. Mach mal daneben. Stirb! Du elendes Gewürz. Ach Mensch, es ist so schön hier. Wie geht es euch denn eigentlich heute alle? Ich habe nur von mir und Final Fantasy gesprochen. Jetzt muss ich mal auch fragen, wie es eigentlich euch geht. Habt ihr ein gutes Wochenende gehabt? Habt ihr die Hitze gut ertragen? Was tut ihr gegen die Hitze? Und beim wievielten Kühlpad seid ihr denn mittlerweile schon angekommen? So, endlich mal die richtigen Fragen gefunden. Es ist cool, dich gefunden zu haben. Deine Stimme pure Nostalgie. Ja, das höre ich tatsächlich selten. Für den Kaiser! Sagen die. Ach, guck mal, Hundis. Du kannst öfter vorbeikommen. Ich bin regelmäßig hier, habe ich gehört. Eigentlich fast täglich. Außer Mittwoch. Moment. Ey. Was ist denn hier der Zauberdude? Da ist er. Da ist der Zauberdude. Nein! Doch. Weg! Geh fort! Neue Gegner. Brummt der Schädel. Zocke nebenbei Elite Dangerous. Gestern waren wir am See. Ey, das ist auch geil. Wir waren in der Heimat. Und. Oh nein, noch so einer. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Okay, da war. Wo ist er denn? Wo ist denn der Knilch? Da ist der Knilch. Aber diesmal auch gut getroffen, weil ich nämlich einen Rundumschlag gemacht habe. Hier brummt der Schädel.
Wenn der Schädel brummt, dann ist es keine schlechte Idee, sehr viel Wasser zu trinken. Bloß keine Blutverdünner an der Stelle nehmen. So, das wird auch sicherlich ein Heiltrank da oben sein, oder? Aha, es war ein Heiltrank, hab ich gesagt. So, wir suchen erstmal den Magier. Den habe ich schon gefunden, glaube ich. Ist das der Magier? Nein, das ist dein Säbel, du. Irgendwelche Magier hier überhaupt? Da sind gar keine Magier da. Na dann. Nein! Das war jetzt dem besuchten Nappel, was gerade passiert ist. What? Oh! Ich sagte nein! Ich habe gehört, Charges sind mega geil. Und es ist mega cool, dich einfach zu Boden zu drücken. Und Rams, die nochmal so einen Phönixschlag zu. So, ich talke nun bei mir unter Spiel. Naja, geht so, sagt Taki. Fühle mich zeitweise so lala. Gefühlpad 0. Vielleicht glaube ich mal ein. Kamehameha! So. Fuck! Finde ich cool. Ich mag die Sounds. Ich mag euch. Es ist schön, dass ihr alle wieder da seid und ihr zusammen das Spiel hier fiebert. Bam, Kinnhaken. Ufer erhöht. Seht ihr mal, so einfach geht das. Einfach aus dem Nichts. Nein, doch. Ja, ja. Doch, doch, so sieht's aus. Weiß, die Verwunderung ist grob. Aber wir sind hier in einem entscheidenden Moment. Ob Clive sein Königreich zurückbekommt oder ob wir immer der geächtete Sith bleiben werden. Wir werden es herausfinden. Bin mal sehr gespannt. Ich freue mich richtig auf den Kampf gleich gegen Titan. Das ruft ja schon förmlich danach, dass wir gleich gegen Titan antreten werden. Boah, jetzt bricht mal diese. Bricht mal dieses Bild rein. Das hat was. Ein bisschen hat das was, oder? So, wer von euch ist das Magier? Da ist der Magier. So, damit haben wir die Magier-Deppen schon mal weg. Jetzt geht's nur noch um euch. Kennt ihr eigentlich schon Odin? Ach, Odin sage ich. Ramu war das. Odin wurde, glaube ich, von Bahamut gefressen, ne? Hier prügeln sich halt eben die Esper gegenseitig um, wer ist der Dickere. Aber ich meine, dass Bahamut Odin gefressen hat. Gleich sind wir am Schloss. Dann hat das ein Ende. Ich will mal hoffen, dass es ein Ende hat. Lange, lange ist es her, dass der gute Clive im Schloss war. Wie viele Jahre sind das jetzt? Das sind jetzt 18 Jahre. 18 Jahre war der gute Clive nicht mehr in seinem Zuhause. Muss sich einiges geändert haben und ich hoffe nicht, dass wir die dumme Mutter noch treffen. Aber Mutter hat alle gefressen. Guck mal, der sieht doch schon aus wie ein Magier. Nee, das ist gar kein Magier. Sind hier Magier am Werk? Sind hier irgendwo Magier? Erstmal so ein klein wenig rundum. Alles klar. Eh keine Magier. Das heißt, wir hacken hier einfach weiter die Hundis. Erstmal auf die Hundis.
schönen Kombos. Haha! Oh Gott. Habe ich jetzt 4 Jahre im Spiel verpasst? Das kann durchaus möglich sein. Oh, wo hat denn der auf einmal sein Protest her? Hinter mir, ne? Du bist es! Du bist der Steinmagus! 4 Jahre im Spiel? Kann durchaus möglich sein. Nachdem wir den Kristall vom Kaiserreich zerstört haben, gab es nämlich einen Zeitsprung von 5 Jahren. Noch einer von denen irgendwo. Ja. Na dann. Na, hallo, hallo. Mal kurz reinwerf, um mal reinzulurken. Shadow, grüß dich. Oh, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Nur weil du dich nicht spoilern lassen willst. Lass dich endlich spoilern. Komm schon. Lass dich spoilern von dem Spiel. Ja, das macht ihr öfter. Komm. Löst die Kette. Achtung, Curl. Was, Karl? Was ist das für ein Geiler? Fass! Bereit? Was glaubst du? Na Manu, ich will eine. Ja, gerne. Ich will auch so eine. Ey, komm, das ist eine Curl. Das ist eine Elektro-Curl. Geil ist das denn bitte? Aber ich merke, macht hier auch gelegentlich mal ein bisschen Schaden. Da muss man schon ein bisschen aufpassen hier. Da springt die einfach weg. Kann ja wohl nicht angehen, die dreckige Klatsch-Katze-Mietze-Tatze. Bams. Einmal mal hier draufhacken, was Phase ist. Das hat sie mich aber erwischt. Und jetzt? Oh, daneben. Komm mal zu dir rüber. Au, aui, au, aua. Ach doch, du weißt nicht. Dacker, dacker. Immer schön rauf da. Und ab in die Ifrit-Form. Und jetzt gib ihm nochmal richtig hier. Er sammelt seine Kräfte. Greif weiter an. Fuck. Wir halten ihn auf. Aber sowas vom Kollege. Jetzt habe ich gerade gepennt hier. Oui. Ah, jetzt macht ihr ganz, ganz weirde Dinge. Oui. War echt mal zu langsam. Lass mal kurz einen Heiltrank reinwerfen. Wäre doch ganz schön wie gemacht. Alter, heil dich mal. Ach, Quark. Alles gut. Alles gut. Noch geht's. Und was? Bing. Was?
Maske. Das war doch Easy Mode hier. Moment. Was macht denn jetzt hier für eine Attacke? Das ist zum Thema Easy Mode. Wie oft willst du mich noch anspringen? Hier, nimm mal eine Feuerfaust ins Gelege. Zu langsam. Bam! In your face. Pikachu auf Steroide, Alter. Ja, Curls sind mega. Ich mag die Viecher so. Deswegen habe ich in Final Fantasy 14 auch einen Curlreit hier. Uah. Jill! Hab ich dich, Sid? Oder sollte ich sagen, Lord Rosfield? Ich habe eine halbe Ewigkeit nach dir gesucht. Lass sie gehen, Kupka. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für den Anlass habe ich keine Mühen gescheut. Ich hoffe, dir gefällt die Kulisse. Bastard! Wirklich bedauerlich, dass dein Vorgänger nicht hier ist. Doch wir werden sicher auch unseren Spaß zusammen haben. Sachte, mein Schneeflöckchen. Du willst doch nicht schmelzen, bevor dein Auftritt beginnt. Nun, auf zu den Feierlichkeiten. Ist ja hervorragend gelaufen. Ich glaube, jetzt liegt's an mir. Henker! Welcher Kopf soll rollen? Du, hol die Gefangenen! Here comes the party! Na, wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Befehl von Lord Kupka. Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. So eine Verschwendung. Geif. Kristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jill? Im Innenhof. Scheiße. Machen wir schnell.
Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kupkas Männern. Überlass sie mir. Ich schleich mich nach oben und komm dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach. Fast vergessen. Halt durch, Jill. Ich komme. Habt ihr gehört? Drakonigena, ich grüße dich und vielen lieben Dank für deinen Raid und das Mitbringen deiner Freunde. Es freut mich sehr. Ja, ihr habt einiges verpasst, tatsächlich. Aber nicht so viel, dass ihr zu spät kommt. Beeil dich, Clive. Ja, sicher, wir beeilen uns ganz, ganz dolle. Wir sind, wie man sieht, gerade in Gefangenschaft gewesen. Hundi geht's gut. Hundi ist nichts passiert, alles im Grün. Der Hauptcharakter des Spiels ist am Leben und wohl auch. Jetzt geht es darum, die Nebencharaktere zu retten. Jill, Clive wurde gerade gerettet, jetzt müssen wir nur noch Jill retten. Wir haben hier ausreichend Tränke, das heißt, wir kommen sicherlich gleich in den Genuss eines längeren Kampfes. Deswegen würde ich einfach mal ganz stumpf behaupten, wir müssen hier mal eben einen Cut machen und dann gleich weitermachen. Erstmal kurz cutten und dann Köpfe hacken. Ha, schlecht gereimt, aber trotzdem.